Hier ist Taunus TV. Dienstag, Bildung, Beruf und Wirtschaft. Dienstagabend, 18. Dezember 2012. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Taunus TV. In wenigen Tagen beginnen die Weihnachtsferien und für die Abiturjahrgänge ist das ja immer so die letzte Zeit, um nochmal durchzuatmen, bevor es dann im Frühjahr richtig rund geht. Insbesondere seit G8, denn die kommende Abiturgeneration wird ja die zweite sein, die den Abschluss in nur 8 Jahren statt wie früher 9 gemacht hat. Bei den Eltern war das Konzept von Beginn an umstritten und offenbar rudert jetzt auch die Politik zurück, wahrscheinlich um keine Wähler zu verlieren, denn FDP und CDU wollen in Zukunft die Schulen selbst entscheiden lassen, ob, ganz klassisch, das Abitur in 9 Jahren oder eben in 8 Jahren erworben werden soll. Wir haben uns mal vor Ort begeben und die gefragt, die tatsächlich betroffen sind, nämlich Schüler und Lehrer. G8 oder zurück zu G9? Die Debatte darüber beschäftigt momentan alle Beteiligten, aber auch die Bevölkerung. Das Land will ab 2013 wieder den 9-jährigen Weg zum Abitur erlauben. Aber wie denken die Schüler darüber? Am Taunussteiner Gymnasium möchten wir mehr darüber erfahren. So, hier haben wir einmal G8 und G9. Volker Bouffier hat ja entschieden, dass ab 2013 die Gymnasien wählen können. Was haltet ihr davon? Lieber G8 oder G9? Lieber G9. Warum? Weil man mehr Zeit hat und mehr Zeit zum Lernen. Mhm. Und wie siehst du das? Auch G9, weil es einfacher ist und man viel mehr Freizeit hat. Ja. Also ist es für euch genau richtig? Ja, ich finde es so am besten, weil es ist einfach viel entspannter alles und nicht so gedrückt und ja, viel mehr Freizeit. Wie stehen Sie zur Diskussion G8, G9? Ich finde es fürchterlich, dass die Diskussion in dieser Form wieder hochkommt. Das Schulleben in Hessen wird seit Jahren schon von ständig wieder hochbrodelnden Diskussionen eigentlich mehr behindert als gefördert. Von den Vorteilen, die die Schüler in der Ausbildung in der Industrie haben, zeitlich oder Ausbildungsvorteil, will ich mal nicht reden. Sie sind in irgendeiner Weise konzentrierter. Ich habe den Eindruck, sie haben keine Schwierigkeiten mehr damit. Sie sind mindestens so schön bei der Sache, wie das die anderen Schüler auch sind. Und es ist eine gute Erfahrung für mich, dass junge Menschen praktisch die gleichen Leistungen bringen können wie ein Jahr ältere. Kultusministerin Nicola Bär rechnet damit, dass sich ca. 30 Schulen landesweit für die Variante entscheiden werden, wo es beide Formen gibt. Wie stehst du denn dazu? Also ich denke, das ist keine gute Möglichkeit, weil es dann immer noch zwei starke Trennungen zwischen den Schülern gibt. Und wir fordern ja auch eigentlich von der ganzen Schülerschaft her, dass es eben keine homogenen Lerngruppen gibt, sondern heterogene, heißt eben, dass lernschwache und lernstarke Schüler zusammen lernen, um sich eben individuell untereinander zu fördern und zu unterstützen. Ich finde, allgemein sollten die Schulen zurück zu G8 gehen. Und die Wahlfreiheit, die eben jetzt damit gegeben wurde, ist keine wirkliche Wahlfreiheit in dem Sinne, weil nämlich die Entscheidung, ob die Schule zurück zu G8 geht, nicht bei der Schülerschaft liegt, sondern eben beim Schulleiter. Und da kann die Schülerschaft kaum mitreden. Diese beiden Systeme parallel an einer Schule gelten zu lassen, glaube ich, wird nicht funktionieren, weil die Mehrheit der Schülerschaft sowieso auf der Seite von G9 steht. Das Problem ist an G8, dass die Schüler von morgens bis abends nur am Lernen sind. Man kommt nach 11 Stunden Schule nach Hause und muss noch mindestens 5 Stunden dranhängen, um zu lernen. Und man kann sich irgendwann nicht mehr konzentrieren, man kann nichts Außerschulisches mehr machen. Mit dem Turboweg zum Abitur oder lieber in 9 Jahren? Also ich definitiv mit dem Turboweg. Ich sehe das auf jeden Fall so, dass wir, je früher wir fertig sind, desto mehr Möglichkeiten haben wir. Es ist wichtig, dass wir immer früher fertig werden. Also wir machen es im Moment in POVI so, dass wir eben den demografischen Wandel beachten. Und da ist es eben auch ganz wichtig zu betrachten, dass eben auch ein Rückgang der Geburtenrate ist, da die Kinder eben immer später geboren werden, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Ausbildung der Eltern erst viel später abgeschlossen ist. Und ich denke, durch G8 kann man da auf jeden Fall entgegenwirken. G8 oder G9, was meinst du? Ich bin für G9, weil man dann als Schüler auch persönlich weiter ist. Man kann zum Beispiel im Politik- und Wirtschaftsunterricht viel besser mitarbeiten. Und ich finde das auch schon wichtig, dass auch die Soft Skills teilweise stärker zum Ausdruck gebracht werden können. Uns interessiert Ihre Meinung, liebe Zuschauer. Wie stehen Sie zu der G8, G9-Diskussion? Schicken Sie uns eine E-Mail in die Redaktion an die unten eingeblendete Adresse. Die interessantesten Meinungen werden wir demnächst vortragen. Carmen Detto für Sie von Taunus TV. Taunus ganz nah. Weg von der Schule, jetzt aber mal direkt zu einem schönen Thema, nämlich dem Gewinnen. Unser Taunus TV Adventskalender, da haben wir ja gestern ein E-Gitarren-Komplettset von Ibanez verlost mit Gitarre, Verstärker, Tasche, alles drin. Und der oder die,
glückliche Gewinnerin dieses Sets, der Gewinner ist es, ist Jens Reinemer aus Wiesbaden. Herzlichen Glückwunsch, Jens Reinemer. Und was es heute zu gewinnen gibt, das sehen Sie jetzt. Der Taunus TV Adventskalender. Für alle, die sich jetzt schon auf den Sommer freuen, verlosen wir heute 2 Saisonkarten für das Taunussteiner Freibad. Das heutige Lösungswort lautet Schwimmbad. Einsendung des Lösungswortes per Mail an redaktion@hessen-tv.eu. Auf Facebook liken, teilen und das Lösungswort in das Kommentarfeld schreiben. Teilnahme ab 18, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das ist auf jeden Fall was für den kommenden Sommer. Bis dahin müssen Sie noch ein paar Tage warten. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüss, das war's für den heutigen Abend. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, morgen wieder. Bis dahin, Ihr Andreas Abt für Taunus TV. Taunus ganz nah. Taunus ganz nah. In Kürze täglich.